Wenden wir uns in erster Linie mal den Workflow-Optionen zu. Wir haben hier die Möglichkeit, bereits nach der Aufnahme den Farbraum, unabhängig welchen Farbraum Sie auf Ihrer Kamera vorgewählt haben, den Farbraum hier festzulegen, die Farbtiefe einzustellen, die Größe des Bildes und die Auflösung. Beim Farbraum im Roll-Up bietet es uns die Möglichkeit, sRGB, Profoto RGB, Color Match und Adobe RGB zu wählen. Ich persönlich wähle Adobe RGB aus dem einfachen Grund, da ich auf meinem Drucker oder auch bei der Weitergabe an eine Druckerei mit diesem Farbraum die besten Ergebnisse erziele. Es hängt natürlich völlig davon ab, welchen Bereich der Fotografie Sie bedienen. Es kann durchaus sein, wenn Ihre Ausgabe in erster Linie über Fotopapier stattfindet, auf Geräten, die am besten den sRGB-Farbraum wiedergeben können, dann ist es durchaus auch hier sinnvoll, im sRGB-Modus zu bleiben. Natürlich haben Sie mit den anderen Farbräumen einen deutlich größeren Farbraum zur Verfügung. Sie beschneiden sich nicht bereits bei der Entwicklung Farbtöne, die Sie nicht, die Sie quasi verschenken. Also es ist ganz wichtig, von Ihren individuellen Voraussetzungen hier auszugehen. Und eines ist noch wichtig, ganz egal, was Sie hier einstellen, Ihre Rohdatei verfügt ja im Hintergrund immer noch über diese Originalgröße des Farbraums, selbst wenn Sie hier auf sRGB gehen und nach der Entwicklung quasi Ihr sRGB-Bild haben. Die Rohdatei hat den ganzen großen Farbraum mitgespeichert. Ähnlich verhält es sich bei der Farbtiefe. Natürlich gibt ein Bild mit 16 Bit pro Kanal Farbtiefe deutlich mehr Tonwerte und Farben wieder als eine Datei mit 8 Bit, aber bitte wieder Vorsicht. Wollen Sie Ihre Entwicklung durchführen und die Datei gleich weitergeben, möglicherweise noch an jemand, der die Bilder fürs Internet nutzen will, dann hat es keinen Sinn, 16 Bit pro Kanal zu wählen, weil ja sehr viele Programme oder auch Drucker 16-Bit pro Kanal gar nicht wiedergeben können. Wollen Sie die optimale Qualität aus Ihren Aufnahmen rausholen, dann macht es natürlich Sinn, 16-Bit pro Kanal zu wählen. Okay, genauso bei der Größe, das ist jetzt abhängig von Ihrer Kamera, wie viel Bildgröße, Pixelinformation Ihre Kamera vorweg liefert. Sie haben hier das Roll-up und können sich für voreingestellte Größen entscheiden. Wesentlich ist eines, ich habe hier diese 3264 x 2448 Bildgröße. Ich persönlich kann mir diese Zahlen gar nicht merken, will ich auch nicht. Ich habe hier daneben eindeutige Zeichen, die mir zeigen, wenn ich diese Einstellung nehme, wird am Bild selbst noch nichts interpoliert. Das heißt, das Bild würde erst in diesem Bereich hier bereits bei der Entwicklung hochgerechnet. Oder wenn ich sage, okay, ich brauche gar keine so große Datei, dann kann ich auch hier beim Rohimport bereits das Bild kleiner machen, runterrechnen. Ich bleibe jetzt auf dem nicht interpolierten Bereich hier mit diesen 3000 whatever. Okay, eine wichtige Sache ist auch noch hier unsere Auflösung. Achten Sie bitte, ob die Pixel pro Zoll eingestellt sind, die sich ja als Standard, wenn jemand über Bildauflösung spricht, wird meistens nur die Zahl genannt, aber diese Pixel pro Inch oder Pixel pro Zoll werden unter den Tisch fallen gelassen. Bleiben Sie durchaus, kontrollieren Sie das nochmal, ob ohnehin Pixel pro Zoll eingestellt sind. Gut, Auflösung 300, um einem hochwertigen Druck gerecht zu werden. Also hier könnten Sie bereits die Auflösung etwas runterrechnen oder interpolieren in den höheren Bereich, wenn Sie das brauchen, aber mit 300 sind Sie gut dabei. Das ist das, was hier im Workflow einzustellen ist. Das müssen Sie im Prinzip nur einmal machen. Das bleibt so lange erhalten, bis Sie etwas anderes eingeben. Das heißt, selbst wenn Sie Ihr Adobe Photoshop, Ihre Adobe Bridge beenden, sind diese Werte erhalten. Und wir können hier durchaus diese Workflow-Optionen ausblenden, da wir dann ein deutlich größeres Vorschaubild zur Verfügung haben.